ihr Lieben, wir gehen in ein wunderbares Wochenende. Vom Wetter her ist es einfach toll. Wir haben eine Hochzeit vor uns am heutigen Tag und werden gleich nach Bad Honnef fahren. Und ich wünsche dir auch, dass du ein gutes Wochenende vor dir hast. Aber bevor du in dieses Wochenende gehst, möchte ich dir noch eine kleine Lehreinheit geben, einen Gedanken mitgeben, den du an diesem Wochenende vielleicht ab und zu mal ein bisschen durchdenken kannst. Wir sind bei einer neuen Perspektive für unser Leben, sodass wir unser Leben vielleicht auch in eine neue Richtung denken und auch leben können. Wir beschäftigen uns mit Kolosser 3. Ich sage das immer wieder für Leute, weil immer wieder neue Leute auch dazukommen, immer wieder neue Zuhörer. Seid gegrüßt. Und wie gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Apostel Paulus, was er den Christen in Kolosse schreibt. Ich weiß nicht, ob du das zu Hause auch hast. Wir haben bei uns einen Schrank, der ist voll mit nichts anzuziehen. Meist steht meine Frau davor, ich hin und wieder auch. Und man schaut und schaut, aber da ist nichts zum Anziehen drin, obwohl er voll hängt. Obwohl sich alles durchbiegt, aber irgendwie passt es nicht, man fühlt sich nicht danach, irgendwie, man findet nichts. Und dann greift man doch in der Regel wieder zum Alten. Paulus beschreibt den Christen in Kolosse, dass sie auch etwas Neues anziehen sollen, dass sie immer mal wieder an den Schrank gehen sollen, die neue Natur, das neue Wesen, das neue Kleid. Er gebrauchte diese Worte. Und er sagt in Kolosser 3, Vers 12, hey, zieht das Neue an, was Gott euch darreicht. Zieht nicht mehr das Alte an, diese alten Lumpen, bitte bringt die nicht in die Reinigung, bringt die nicht irgendwo, sondern schmeißt sie auf den Müll. Sie sind schmutzig, sie sind zerrissen, sie sind abgetragen, sie taugen nichts mehr. Dieses alte Wesen, schlechtes Reden, Verleumdung, Unreinheit und wir haben über diese Dinge geredet und Habgier und falscher Umgang mit Zorn und Wut. Das sind alles alte Lumpen, die solltet ihr nicht mehr tragen, sagt Paulus. Stattdessen zieht doch was Neues an, steht euch viel, viel besser. Und bevor wir zu diesen neuen Kleidern kommen, möchte ich dir drei Dinge sagen, die du für deine Identität wissen sollst. Also wie du quasi nackt vor Gott stehst, bevor du dieses neue Wesen anziehst. Und das sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 12, zieht an diese neue Sache und zwar als Erwählte, als Heilige, und als Geliebte. Darüber könnte man jetzt riesenlange Predigt halten, über diese drei Begriffe. Aber das ist so deine Identität und das musst du dir immer wieder in Erinnerung rufen. Das bist du. Und das bist du nicht nur an guten Tagen, wenn du dich als Christ fühlst und wenn du denkst, oh, heute war alles einigermaßen super, hab mich einigermaßen gut verhalten. Das gilt auch an Tagen, wenn du ins Bett gehst und sagst, Schlaf sei barmherzig und lösch alles aus. Auch an diesen Tagen gilt es. Du bist erwählt. Gott wusste, wen er in seine Truppe holt. Jesus hat das damals seinen Jüngern gesagt. Das waren überhaupt keine fertigen Leute, aber junge Kerle. Und Jesus hat gesagt, ich habe euch erwählt. Ihr seid nicht zu mir gekommen und habt gesagt, hier, nimm mich, ich bin der Beste. Es war auch nicht zufällig, sondern Jesus hat ja eine ganze Nacht vorher gebetet. Und dann hat er seine Jungs erwählt. Er wusste, wen er erwählt. Er wusste um Petrus, er wusste um Jakobus, er wusste um Andreas, um Johannes, auch um Judas. Er kannte diese Leute. Und Gott kennt dich auch. In dem Sinne kannst du auch Gott nicht enttäuschen. Ich glaube, wir können Gott enttäuschen, dass er manchmal traurig ist, wie wir uns verhalten. Und dass dieses neue Wesen oft nicht durchbricht und stattdessen greifen wir zu den alten Lumpen von früher. Aber du kannst Gott nicht enttäuschen, dass er sagt, oh Mann, hätte ich gewusst, wer du bist, dann hätte ich dich ja nie gewählt. Gott wusste, wen er vor sich hat und er hat dich erwählt. Und das möchte ich dir zusprechen. Und das Zweite, du bist ein Heiliger. Wenn man heute heilig gesprochen wird, hat man in der Regel nichts davon, dann ist man schon tot, manchmal schon 200 Jahre tot. Dass irgendeiner darauf kommt und sagt, Mensch, da war ein Mann, eine Frau so gut, sprechen wir die mal heilig. Gott spricht dich heute heilig, von Anfang an. Heilig sein heißt ja nichts anderes als, ich gehöre zu Gott, mit Haut und Haaren. Nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag.
Es gab damals im Alten Testament so heilige Geräte im Tempel und die waren ausschließlich für Gott. Da durften sich die Priester nicht während der Woche Spiegelei drin braten oder einen Döner reinschmeißen, sondern das waren ausschließlich heilige Geräte für Gott. Da sagt Gott, Finger weg, das sind meine Geräte. Und so sagt er das der unsichtbaren Welt, Finger weg, das ist mein Heiliger, das ist meine Heilige. Also nicht aufgrund meines Verdienstes, nicht aufgrund meiner Taten, nicht aufgrund dessen, was ich alles geleistet habe. Es gibt keine 5-Sterne-Heilige, sondern es ist Gottes Zuspruch. Ich habe dich erwählt und du bist heilig, du gehörst zu mir. Und das Dritte, du bist geliebt. Du bist nicht geduldet, sondern du bist geliebt. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ich weiß, du weißt das, aber manchmal fühlen wir so, hoffentlich hat Gott nicht so gut zugeguckt oder hoffentlich hat er heute nicht überall hingeguckt. Wir fühlen uns so unwert und wir fühlen uns so daneben. Es ist und bleibt. Ein Kind kann noch so nervig sein und die Mutter oder den Vater bis zur Weißglut bringen. Wenn es dann abends im Bett liegt und friedlich schläft mit seinem Tierchen im Arm, dann, ich glaube, da gibt es keine Eltern, die dann nochmal draufkloppen, sondern einfach sagen, hey, das ist mein Kind. Manchmal nerven wir Gott, glaube ich. Und manchmal benehmen wir uns wirklich wie ungezogene Kinder. Aber wir sind und bleiben geliebt. Und dieses Wissen ist deine Identität. Jemand kannte mich, hat mich trotzdem erwählt. Jemand will mich mit Haut und Haaren. Und jemand liebt mich. Und das ist kein geringer als dein Vater im Himmel. Das möchte ich dir zusprechen fürs Wochenende. Und deshalb dürfen wir dieses neue Wesen annehmen, dieses herzliche Erbarmen, das haben wir von Gott gelernt. Diese Vergebungsbereitschaft haben wir auch von Gott gelernt. Und wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, darüber werden wir ja noch nachdenken. Einfach, weil Gott uns so sieht. Also, du stehst vor Gott und gehst so in dieses Wochenende. Erwählt, geheiligt und geliebt. Und wir sehen uns dann am Montag, am Reformationstag, wieder. Vergiss nicht, am Sonntag die Uhren umzustellen, sonst kommst du überall zu früh hin. Und dann sehen wir uns auch wieder am Mittwoch und am Freitag. Und es geht weiter mit einer neuen Perspektive. Gott segne dich. Musik.